Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Soul Silver Edition. Ja, im letzten Part haben wir ja den 8. Orden in einer epischen Phase geschafft, haben ihn aber zwar noch nicht gekriegt, denn Sandra möchte jetzt halt nicht. Ja, sie will einfach nicht denken, dass sie verloren hat und wir sollen jetzt in den Drachenschrein gehen, um ihr das Gegenteil zu beweisen, irgendwie, keine Ahnung, aber wir sind jetzt angekommen und gehen jetzt dorthin rein. Aha. Oh, willkommen, aber nicht doch. Du musst dich für nichts rechtfertigen. Sandra hat dich zu mir geschickt. Habe ich nicht recht? Sie ist so ein eigensinniges Mädchen. Sei mir nicht böse, aber ich muss dich einen winzig kleinen Test unterziehen. Oh nein, keine Sorge, ich werde dir nur ein paar Fragen stellen. Gut, dann fangen wir mal an. Was sind Pokémon für dich? Ah, Leute, wartet mal. Das werde ich mal eben kurz googeln. Pokémon Sword Silver. Pazini. Denn, es gibt ja irgendwie so ein, wartet mal. Dratini hier. Du musst die Frage so beantworten. Du musst diese so Frage 1 oder 3. Okay. Probier's mal aus. Hier steht Frage 1. Kann man 1 oder 3 nehmen? Dann nehme ich doch lieber mal 3, weil das hört sich besser an. Ich verstehe. Was für nötig kann man, um beim Pokémon-Kampf zu gewinnen? Frage 2. Kann man 1 oder 2 nehmen? Nehme ich mal Strategie. Ich verstehe. Gegen welche Sorte von Trainer würdest du am liebsten kämpfen? So, wir sind bei Frage 3, ne? Frage 3. Gegen jeden? Ich verstehe. Worauf muss man am meisten achten, wenn man Pokémon trainiert? 1 oder 3? Liebe. Ich verstehe. Welche sind dir lieber? Starke Pokémon oder schwache? Ich denke mal, da kommt beide. Ich verstehe. In deiner Brust steckt wirklich ein Herz für Pokémon. Ich bin begeistert. Das ist genau die richtige Einstellung. Felix, warum sie fast ist in deinem Herzen? Wenn dir das gelingt, wird es dir auch später in der Pokémon-Liga einmal von großem Nutzen sein. Oh, wer kommt denn da jetzt? Die Sandra. Na, wie hast du abgeschnitten? Warte, lass mich raten, bei dir ist Hopfenmalz verloren. Was, du hast bestanden? Niemals. Das darf doch nicht wahr sein. Nicht einmal ich wurde von ihm als würdig anerkannt. Sandra, dieses Kind ist eine wahre Offenbarung, was Technik und Einstellung angeht. Nun springe ich über deinen Schatten und drücke mit dem Drachenohren heraus. Wenn du dich weigerst, sehe ich mich gezwungen, Siegfried davon zu erzählen. In Ordnung. Hier, das ist der Drachenohren. Los, jetzt nimm ihn schon. Ja, da ist der 8. Orden. Yippie. Mit den Drachenorden in deinem Besitz können deine Pokémon mit der Kaskade jeden Wasserfall erklimmen. Ferner werden dich alle Pokémon der Trainer anerkennen und dich bedingt zum Gehorchen. Cool. Was dir fehlt? Denk mal in Ruhe darüber nach, was ich damit meinen könnte. Jetzt holt ihr bestimmt. Übrigens, hast du schon einmal von einem Pokémon namens Lugia gehört? Nun, zwischen Olympiana und Anemonia City gibt es einen Ort, den man Strudelinsel nennt. Tief unter diesen Inseln befindet sich eine Höhle, durch die ein gigantischer Wasserfall strömt. Es heißt, im Grund des Wasserfalls schlummert Lugia. Aber dorthin gelangt man nur, wenn man im Besitz des Silberflügels ist. So lautet die Legende. Ja, ich hab den doch. Und ihr? So, wie kriege ich denn jetzt dieses Dratini? Wenn es nicht klappt, nochmal in die Region und die TM holen. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwie lang? Ne. Hä, wofür ist denn dann hier das Gebiet? Habe ich ein Fluchtseil? Habe ich eh nicht. Habe ich eh nicht. Ich besitze sowas doch gar nicht. So, Beutel. Beutel. Topschutz. Ein wunderbarer Topschutz. Und Whirlpool. So, danke dir. So, dann werde ich jetzt nochmal in die Arena zurückkehren. Ja, siehst du, warte. Ich möchte mich entschuldigen. Bitte nimm das als Entschädigung. Okay. Drachenpuls. Okay. Lass dich jetzt nicht gehen, klar, okay. Also, halt die Ohren steif. Keine Ahnung, man sollte irgendwie ein Dratini hier kriegen. Turbo-Tempo? Keine Ahnung.
Okay, der Lind. Hallo Felix, wie steht's? Hör mal, ich habe hier etwas Neues für dich. Hol es bei dir im Labor ab. Ja, müssen wir eh. Und dann werde ich auch mal kurz... X-Bart. Was haben wir denn hier? Dunkle Höhle. Ich werde mal kurz nach Rosalia City fliegen, um... um Togepi abzuholen. Pokémon bewegen. Boah, ist kein Sondersensor. Schon eine epische Attack. So, dann muss ich es nach vorne tun. Togepi, Togepi. So ein scheiß Togepi, ey. Okay, scheiße ist nicht, es ist gut. So, wir sind da. Oh! Felix, was hast du? Du hast bereits 8 Ohren, das ist ja unglaublich. Los, geh schon zum Professor, warte bereits auf dich. Oh ja, geil. Oh, hallo Felix, bei dir weiß man wirklich nie, mit was du als nächstes überrascht. Dank dir macht meine Forschung ganz ausgezeichnete Fortschritte. Hier, nimm als Zeichen meiner Dankbarkeit ein Meisterball. Okay, das ist ein Meisterball. Geil. Aber ich glaube, du kannst damit mehr anfangen als ich, Felix. Hier, du kannst ihn haben. Übrigens, vorhin waren ein paar wirklich hübsche Kimono-Girls hier in meinem Labor. Die sagten, sie seien auf der Suche nach dir, Felix. Man hört viel Gutes über dich, weißt du, Felix? Du hast also den Kimono-Girls aus der Poche geholfen, was? Das finde ich echt toll. Du legst dich für uns also sehr ins Zeug. Ich bin echt froh darüber, einen Freund wie dich zu haben. Oh, ja, süß. Die Kimono-Girls sagten, sie würden im Tanztheater von Tick City auf dich warten. Huch, was ist denn das für ein Pokémon? Ich kann mich nicht entsinnen, im Johto schon mal so ein Pokémon gesehen zu haben. Jetzt verstehe ich, worauf Mr. Pokémon am Telefon hinaus wollte. Das bringt uns den legendären Pokémon... Oh, vergiss es. Eins steht auf jeden Fall fest. Wir können in Zukunft noch viele unglaubliche Dinge von dir erwarten. Ein Ewigstein, ey. Scheiße, ey. Okay. Dann fliegen wir mal... nach Tick City. Lass mich doch. Tick City. And Tick City. Oh, man kriegt ein Evoli hier noch, wie ich gerade lese. In Tick City. Ich bin gerade in Tick City. Ein Evoli. Aber Evoli brauchen wir jetzt nicht. So. Alles klarchen. Meine Kimono Girls. Machen die jetzt hier so einen Strip für mich? Rums. Warum? Warum kann ich nicht nur nicht gewinnen? Dabei, weil man gibt mir doch nur so ein mickriges Kimono Girl. Hast du mir zugesehen, Felix? Ja, ich habe verloren. Und ich dachte noch, es würde ein Kinderspiel, alle 5 Kimono Girls der Reihe nach Platz zu machen. Aber sie waren mir haushoch überlegen. Du musst bestimmt auch hier, um die Kimono herauszufordern. Ruh dich aber nicht auf den Lorbeeren deines Sieges über Team Rocket aus. Diese Kimono sind nämlich echt unglaublich. Okay. Oh, hast du Angst? Muss ich jetzt gegen die kämpfen? Guten Tag, ich darf mich vorstellen. Ich bin Tamao, eine der Kimono-Girls. Ja, wir hatten bereits in Viola City das Vergnügen, nicht wahr? Nur jemand, der ein aufrichtiges Herz und ein Händchen mit Umgang mit Pokémon besitzt, kann Lugia herbeirufen. Die richtige Person lässt sich daran erkennen, dass sie das Rätselei bei sich trägt, wenn sie hier auftaucht. Ich habe Mr. Pokémon bereits im Vorfeld damit beauftragt, sie zu geben. Und genau dieses Ei ist euch über Professor Lind in die Hände gefallen. Nur ein reines Herz führt euch zu einem Pokémon-Kampf, aber noch nicht zum Sieg. Ihr müsst auch genau wissen, wie ihr... Okay, seid ihr bereit? Ja. Ich glaube, die haben alle Evos von Evoli. Ja. Boah. Los. Ach, fick dich. Fick dich, Scaraborn. Ja, ich sage dieses Wort jetzt. Das ist doch echt nicht mehr zum Spaßen. Fick dich, Scaraborn. Patz, so richtig fett reinschlagen. Jetzt würde ich da so gerne. Na, was soll man tun, ne? Was soll man machen? Was mache ich denn da? Ey, wie schwach meine Pokémon nur sind. Okay, Ampharos, Ladungsstoß.
Alter, hat das dick Verteidigung, Mann. Statik oder was? Alter. Oh mein Gott. Flecken am Rund. Ey, das ist aber unfair. Das ist echt unfair, weil ich meine Pokémon nicht heilen kann. Okay, nächste. Ihr habt das Team Rocket vertrieben, das war sehr gute Arbeit, aber ihr seid euch hoffentlich bewusst, welch ein vorteilhafter Gegner ich bin. Okay. Flamara. Für Flamara habe ich Imperator. So. Hypnorecht 35. Ich glaube, jetzt die vorletzte. Damals auf dem Eis wart ihr so nett, mich einen Schubser zu geben. Okay, die aus dem Eis. Blitzer. Okay, da können wir Volona rufen. Mit einem Flammenwurf. Okay, Volltreffer. Aber du bist tot. So, letzte. Und sie hat Aquana. Genau das hat sie. Ich werde einen Beleber einsetzen. Oh, Ampharos ist ja noch da. Statusheilmittel, Hyperheiler. Dann kriegt er noch einen. Oh, das war doch richtig. Einen Hypertrank. So. Alles klar. Ladungsstoß. Alter. Nein! Das gibt es nicht. Ja, wir sind schneller. Wir sind 100 pro schneller. Alter! Waren die schwer jetzt, ohne Witz. Wir haben uns in euch getäuscht. Ihr seid wahrlich willig, dies zu besitzen. Bitte empfangt unsere Gabe. Die Gischtglocke. Oh, was ist das denn? Hört mir alle zu, der Irmus eines riesigen Pokémons wurde bei den Strudelinseln gesichtet. Das wird doch nicht etwa... Nun denn, Felix, wir eilen schon mal vor euch zu den Strudelinseln. Es ist Lugia. Es wird Lugia sein. So, heilen wir mal. Echt heftige Kämpfe, die jetzt auf uns zukommen. Es wird kein Zuckerschlecken mehr sein. Auf keinen. Gibt's hier schon Hyperbälle? Ja. Gut, ich würde mal so noch 30 Stück holen. Oder 40. Danke. Okay. Fliegen wir mal dahin. Und gucken, was es da so Schönes gibt. Fliege nach Anemonia City. Ich setze mal einen Schutz ein. Schutzweg noch, okay. Das Wasser ist tiefblau. Ja, möchten wir. Da sind die Strudel. Dann zeig mal, was es da so gibt. Schutzweg nicht mehr. Okay, Doki, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Cut. Und wir sind jetzt da, wenn wir in die Strudelinseln reingehen. Auf Wiedersehen.